Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rens Girata. So, wir sind das letzte Mal dort stehen geblieben, schon wieder im Piep-Bereich von Remote. Naja, nachdem wir einen Angriff auf uns selbst überlebt hatten, und zwar durch sie hier, sie hat sich auf unser Schiff geschlichen. Das muss auf Telos noch passiert sein, glaube ich. Nun ja, jedenfalls haben wir es überlebt. Wir haben sie, ja, ziemlich schnell besiegen können. Und daraufhin hat sie sich ergeben und sich unserer Gruppe angeschlossen, was ich derzeit noch für äußerst, ja, fragwürdig und beunruhigend halte. Deswegen wollen wir sie gleich mal ausquetschen, was das angeht. Mein Leben für das eure. Bloß nicht. Geht es euch gut? Das werde ich erstmal nicht fragen. Ja, wie habt ihr mich gefunden? Denn wenn sie das kann, dann können es vielleicht auch andere und das, nun ja, könnte Probleme ergeben. Ich habe euch gespürt. Euch gehört durch die Macht. Es war wie ein Geräusch, ganz leise noch zu hören. Und als ich es hörte, konnte ich es nicht ignorieren. Und wer schickt euch? Interessant, das mal jetzt von ihr zu erfahren. Ich meine, wir wissen es ja schon, aber trotzdem. Ich diene meinem Meister. Ich bin eine Abgesandte, eine Späherin. Mein Meister hatte eine Störung in der Macht bemerkt, kannte aber ihren Ursprung nicht. Euch. Für gewöhnlich spürt man keine Störungen, die von Lebewesen ausgehen. Es gibt nur wenig, was meinem Meister entgeht. Dass ihr seinem Blick so lange entgangen seid, ist bedeutsam. Ich verstehe es nicht. Ich muss euren Meister finden. Das möglicherweise, aber das werde ich ihr noch nicht sagen. Geht es euch gut, werde ich auch nicht fragen. Wie habt ihr mich gefunden? Na doch, ich frag mal, geht es euch gut, dann, ja, erfahren wir ein bisschen was über sie selbst wahrscheinlich. Ich kann dienen. Wenn wir in den Kampf ziehen, werde ich neben euch kämpfen und sterben. Das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob es euch gut geht. Obwohl das jetzt nicht meine Hauptsorge ist, werde ich es dennoch mal fragen. Einfach mal, um, ja, zu probieren, ihr weitere Informationen zu entlocken. Diese Frage habe ich lange nicht mehr gehört. Mein Fleisch ist geheilt, wenn das eure Frage beantwortet. Ich wollte euch nicht verletzen. Das werde ich nicht sagen, schließlich hat sie mich angegriffen. Auf der Krankenstation ist mir uns aufgefallen, dass ihr Narben tragt. Wer hat euch verletzt? Ich trage viele Narben. Jede ist anders entstanden. Das ist nicht von Bedeutung. Wer schickt euch, hatten wir schon? Ja, ich habe einige Fragen an euch, definitiv. Kommt sie einfach auf unser Schiff und greift mich an und will sich jetzt unserer Gruppe anschließen. Ich traue ihr auf demselben Level wie Kreia. Ich werde eure Fragen beantworten, aber meine Antworten könnten sich als nutzlos erweisen. Erzählt mir von eurem Heimatplaneten. Etten hatte sich da ja in die Richtung schon geäußert. Mal sehen, ob er recht hatte. Über dieses Thema habe ich lange nicht gesprochen. Seit seiner Zerstörung. Ja, warum hat euer Meister euren Heimatplaneten zerstört? In solchem Ausmaß zu töten ist unmöglich. Es ließ sich nicht durch Maschinen oder Waffen erreichen. Die Macht ist sehr viel schrecklicher und sie berührt mehr Leben, als jede Maschine töten könnte. Jeder, der die Macht fühlt, stark, tiefgehend fühlt, fühlt sie auf andere Weise. Ihr habt eure Stärken, ob ihr es wisst oder nicht. Und mein Meister hat die seinen. Seine Macht ist groß und sie entsteht durch seinen Hunger. Er ist eine Wunde in der Macht, eher Präsenz als Fleisch. Und wo er hintritt, stirbt das Leben. Opfert sich seinem Hunger. Und wer die Macht stark fühlt, ist wie ein Signalfeuer für seinen Hunger. Mein Volk, mein Planet, wäre mit der Zeit angegriffen worden. Es war unvermeidlich. Doch wir konnten nichts dagegen tun. Es ist schrecklich. Und deckt sich mit der Geschichte, die Kreia uns schon erzählt hatte, einer der Sith Lords, der des Schmerzes, Sion, der des Hungers, ihr Meister, und die des Verrats, wissen wir noch nicht. Warum hat euer Meister Katar zerstört? Ah, Katar ist also der Planet. Der letzte Rat der Jedi kam auf unsere Welt, um sich dort im Geheimen zu treffen. Die Jedi hofften, dass sie inmitten unseres Volkes sehen würden, was sie aus der Dunkelheit der Galaxis heraus bedrohte. Es gelang ihnen. Und sie lockten ihn aus seinem Versteck. Und Katar, mein Volk und die Jedi konnten nicht länger ignoriert werden. Und mein Volk starb. Und die Jedi starben. Und es war niemand mehr übrig.
außer mir. Okay, das ist eine wirklich extrem tragische Geschichte. Also, ein bisschen Mitleid hat sie schon verdient. Allerdings hat sie, Punkt. Allerdings geht das nicht so weit, dass ich ihr trauen würde. Warum haben die Jedi sich auf Katar getroffen? Abgesehen davon hat ja Mitleid und Vertrauen noch nicht wirklich was miteinander zu tun. Warum haben die Jedi sich auf Katar getroffen? Sie hofften, die Bedrohung zu sehen, die sie verfolgte. Und sie haben sie gesehen. Aber auf einen solch gewaltigen Angriff waren sie nicht vorbereitet. Also hat er den Planeten angegriffen, weil die Jedi sich dort aufhielten? Da sieht man es mal wieder, die Jedi sind, genau wie die Sith, einfach mal, ja, Schwierigkeiten anziehend. Er kann seinen Hunger nicht lange leugnen. Einem Treffen von Jedi kann er nur kurz widerstehen. Und nun, da die Jedi aussterben, weiß ich nicht, was geschehen wird. Vielleicht wird er stark genug sein, um alles Leben zu töten. Allein durch seine Existenz. Na, hoffentlich nicht. Dazu sage ich jetzt auch mal nichts mehr, das ist wieder so ein, ja, Machtquatsch und ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Werden wir sehen, wenn es soweit kommt. Also, wenn es dann soweit ist. Wenn es überhaupt mal soweit ist. Warum haben die Jedi sich auf Katar getroffen? Hatten wir schon? Ja, vergesst es noch. Ich habe noch weitere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. Ja, wurde euer Meister nach Piragus geschickt? Das wissen wir schon, allerdings ist es interessant, das mal aus ihrer Perspektive zu hören. Ich kenne den Ort nicht, von dem ihr sprecht. Mein Meister hat das Gebiet der Republik schon lange nicht mehr betreten. Doch es gibt andere, die sich freier bewegen können, die für einen solchen Akt der Zerstörung verantwortlich sein könnten. Wie meint ihr das? Es gibt viele Gruppierungen innerhalb der Sith. Alle wollen das Wenige an sich reißen, das nach dem Ende des Jedi-Bürgerkrieges noch übrig ist. Nicht immer wissen die einzelnen Gruppierungen, wohin die andere geht. Aber ihr Ziel ist das gleiche. Der Tod aller Jedi. Überall. Sie glauben, dass ihr der letzte Jedi seid und nur der Hass gegen die Jedi vereint sie. Alle ihre Augen sind auf euch gerichtet. Eine schreckliche, stille Dunkelheit verfolgt euch. Okay, wir sind definitiv nicht der letzte Jedi. Einfach mal, weil wir kein Jedi sind. Und ja, über den Rest, was sie gesagt hat, kann ich noch nicht wirklich Auskunft geben. Von daher habe ich mal andere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. Ja, steckt euer Meister hinter der Zerstörung von Piragus? Mein Meister hat den Planeten, von dem ihr sprecht, nicht zerstört. Es gibt viele Gruppierungen innerhalb der Sith. Nicht, sie glauben, dass ihr... Jupp, hatten wir schon. Andere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. So, ja, was habt ihr mit meinen Augen angestellt, als wir gegeneinander kämpften? Hat sie was mit meinen Augen angestellt? Mein Volk hatte einst die Fähigkeit, Ereignisse durch die Macht wahrzunehmen. Sie zu sehen. Diese Fähigkeit manifestiert sich auf vielerlei Weise. Manchmal beeinflusse ich sogar andere Wesen. Es scheint, als wäre das jetzt verloren. Scheint das so? Meine Sicht ist beeinträchtigt. Was ich euch gelehrt habe, ist nicht der ganze Umfang der Wahrnehmungen meines Volkes. Vieses kann durch die Macht sehen. Sie verfügt in der Ego-Perspektive automatisch über die Machtsicht, kann diese aber auch über... aber auch als Fähigkeit auswählen. Okay, werden wir dann gleich mal ausprobieren? Ist in Ordnung. Mein Meister, er hat mich verstümmelt. Ich habe diese Galaxis so gesehen, wie sie wirklich ist. Und das hat Spuren hinterlassen. Ich kann das nicht mit Worten erklären. Ich bitte euch nur, es zu verstehen. Das kann ich nicht. Einfach mal von wegen, nun ja, meiner Ansicht und meiner Meinung über Macht und Sith und Jedi. Und so weiter. Allerdings, das muss schlimm sein. Soweit geht's dann doch, das Verständnis. Also, ich fühle jetzt schon mit ihr. Allerdings auf einem distanzierten Level. Ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ich verstehe es selber. Naja. So, andere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. Das hatten wir schon. Ja, vergesst es. Ich gehe dann jetzt. Vergebt mir, aber bevor ihr geht, muss ich euch noch etwas fragen. Warum habt ihr das getan? Warum wollt ihr mir helfen? Mich unterrichten? Ich will euch nicht helfen. Euch nicht unterrichten. Weil ich glaube, dass ihr gerettet werden könnt. Prinzipiell verfolge ich ja die Devise, je weniger Machtnutzer auf dem Schiff, desto besser. Also, ich weiß nicht warum. Ich versuche nicht darüber nachzudenken.
Warum? Ein schwacher Diener hat keinen Nutzen. Gewiss hat der Sith euch das doch beigebracht. Ne, werde ich auf keinen Fall nehmen. Das erste fällt allerdings auch raus, von daher nehme ich mal das zweite. Ich weiß nicht warum. Ich warne euch. Wenn ihr euch meinetwegen schwächt, töte ich euch. Nett. Visis ist echt eine komische Person, also das merkt man gerade. Einem anderen zu helfen schwächt mich nicht, es stärkt uns beide. Für eine Sith vertretet ihr seltsame Ansichten. Ich verstehe nicht, woher eure Macht über die dunkle Seite kommt. Ihr seid zu ausgeglichen und zu unterwürfig für meinen Geschmack. Für einen Sith vertretet ihr seltsame Ansichten. Die Sith kennen nicht nur blinde Wut und Massaker. Es gibt viele Arten des Hasses und alle werden von der dunklen Seite genährt. Die Galaxis ist voller Bosheit. Ich habe selten etwas anderes gesehen. Ja, wie meint ihr das? Ich erinnere mich kaum an meinen Heimatplaneten, seit ich im Dienst meines Meisters stehe. Er ist nicht, wie er früher war. Es bleiben nur wenige Erinnerungen. Und nur wenig vom Planeten selbst. Erzählt mir von eurem Heimatplaneten. Hatten wir schon? Ich probiere es allerdings nochmal, da sie jetzt freiwillig was rausgerückt hat. Rückt sie vielleicht noch mehr raus? Über dieses Thema habe ich... Okay, hatten wir schon. Ich habe da noch andere Fragen. Ich beantworte... Moment, da war noch was. Über diese... Hab's gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Ich habe ähnliche Akte der Zerstörung gesehen bei Malachor. Ich habe von Malachor gehört. Es heißt, dass am Ende der Mandalorianischen Kriege viele meines Volkes das Ende des Krieges spürten. Versteht mich nicht falsch. Ich will Katar nicht mit Malachor vergleichen. Mein Heimatplanet existiert noch. Er ist intakt. Okay, das, er wurde zerstört, aber er ist noch intakt. Das muss ich erklären. Wie wurde er zerstört? Der Planet wurde nicht zerstört. Er existiert weiterhin. Er treibt leblos durch den Orbit. Auf seiner Oberfläche gibt es kein Leben mehr. Nur ein Echo. Doch es gibt niemanden, der es hören könnte. Und wie konntet ihr die Zerstörung überleben? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überlebt habe. Ich war dort, als der Planet starb. Mit anzusehen, wie alles um mich herum ausgelöscht wird. Es war, als wäre ich erblindet. Als hätte man der Welt die Macht entrissen. Als wäre plötzlich alles verstummt. Nein, das werde ich nicht nehmen. Das gibt zu viel Verstehen preis. In Ordnung, ich gehe dann jetzt. Obwohl, andere Fragen? Ich beantworte, was ich kann. Ich habe ja schon mal was übersehen, also von daher ist es wahrscheinlich, dass ich noch was übersehen habe. Nee, das war's. Okay, ich gehe dann jetzt. So, wir haben helle Seitepunkte erhalten und Einfluss gewonnen auf Visis. Ist in Ordnung. Wobei es mich überrascht hat, weil ich doch versucht habe, so neutral wie möglich zu antworten. Wie stehen wir eigentlich mit dabei? Oh. Naja, mal sehen. Mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Jedenfalls, wenn ich gerade so mit einem halben Auge auf meine Stoppuhr gucke, dann würde ich sagen, wir stellen uns diesmal nicht in den Piep-Bereich von Remote, sondern einfach hier mitten im Weg bei der schönen Sternkarte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rens Girata für heute. Ja, und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es war eine Folge, die ich nicht so geplant hatte. Ich hatte nicht gedacht, dass das Gespräch so lange dauert. Das heißt, dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal erst dazu kommen, was heißt wahrscheinlich, dann werden wir das nächste Mal erst dazu kommen, den Außenbereich zu erkunden, aber es war dennoch interessant für mich. Und ich hoffe für euch auch, also würde ich sagen, ja, bis dann.